Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge vom Last Epoch Let's Play Gameplay. Mal auch bringen müssen, die Kampagne und so weiter. Aber ja, das kennt ihr wahrscheinlich, oder? Aus Action-Rundspielen, Hack and Slay. So, muss manchmal grinden und dann, ja, geht's so weiter. Für alle motivierend genügend. Ja. Ich bedanke mich aber, wenn ihr ein bisschen Lust habt, Ständigkeit. Und es ist einfach auch ein nötiges Modell. Unbedingt so Zeit nehmt für irgendwelchen Spaß, oder? Man ja so viel Spaß wie möglich haben, weil viele Menschen auch nur ein bisschen an der Normalität kratzen. Also, ich habe leider viele Kollegen, die auch ein bisschen depri sind oder mit Angst haben oder keine Zeit haben und so. Und dann haben sie immer so das Gefühl, sie haben immer Angst vor der Zeit, sie müssen anders machen, dann ehrlich. Einfach, sie ihnen langweilig wird sehr schnell oder so. Ich bin eben einer, der hat eigentlich den ganzen Tag immer mega viel Spaß. Denke ich auch zum Beispiel so, irgendwie so Regnum oder Minecraft, wo es manchmal langweilig sein kann. Und da freue ich mich immer auch riesig über Last Epoch, weil es mir immer Spaß macht, egal was ich mache. Ob ich jetzt ein dummes Item suche oder einen Boss nicht schaffe oder so. Also ein geiles Abend. Epoch. So, ach, bei mir ein bisschen leiser ist. Aber ich hoffe. Wir sind jetzt nicht immer. Sehen. Hat wahrscheinlich einfach live und für mich ist es. Aber wenn ihr mal auch sehen wollt, Livestream und so, ich kann mal schauen. Ein Twitch Studio kann hoffentlich auch über YouTube übertragen. Seht es, ja, wenn ich Mana ausgebe wegen Forge Strike, habe ich genügend, aber sonst habe ich noch nicht. Oh, leider noch ein bisschen Lachs. Rum habe ich jetzt einfach auch gemerkt, hat er nicht so viel Lust auf Last Epoch. Und dann plötzlich wieder, oh, ich habe ein Beet, ja, ich kann ihn spielen gut, ja, ich verschwende nicht so viel Zeit oder einfach nicht so stecken und jetzt habe ich wieder mega Lust. Also manchmal ist es auch einfach so, man braucht es nicht unbedingt schwer, man braucht es einfach irgendwie auch ein bisschen schneller, irgendwie machen kann, dann hat man lieber einfach schwächere Gegner oder bessere Beats. Und in den letzten Tagen habe ich wenig Lust gehabt auf Minecraft, weil ich aber so ein bisschen gefordert war mit der Hitze. Jetzt diesen Tag ist es auch sehr heiß gewesen, aber wie irgendwie ich wieder. Dadurch habe ich heute Lust gehabt, wieder ein bisschen Minecraft zu zocken eher. Weil ich mich noch sehr vorbereiten musste, bauen. Und jo, es lief sehr gut, auch ohne Abstürze. Kurz. Projekt. Genau. Jetzt müssen wir, glaube ich, kurz mal schauen. Auf jeden Fall brauchen wir noch einen Redcliffe. Und eventuell Rebecca. Oh, die Armor könnte ich nicht. Habe ich noch nicht freigespielt. So, dann haben wir irgendwie vom Meer. Können wir schon ein bisschen mehr von den Treffens. Dann mache ich eigentlich Maxen. Mana, ja, vielleicht Mana brauche ich noch. Und es gibt da einen Nord, der einfach ein bisschen weniger Ressis gibt, wenn man wirbelt. Dafür weniger Mana-Kosten hat. Viel mehr, also viel weniger. Und jo,
Das möchte ich jetzt noch reinnehmen, wenn es dann zu schwer wird, wenn ich zu Festes komme. Vielleicht habt ihr auch die Gameplays geschaut von ja, noch letztes Jahr, glaube ich. Habe ich auch diesen Beet genommen und so die Schwerter natürlich gut gehen. Sehr gut. Ja, aber laut lassen. Ja, es ist eben Twitch Studio hat einfach nicht genug große Balken. Deshalb habe ich zu laut und ihr habt es wahrscheinlich mal oder ich hoffe es auf jeden Fall. Und Dankeschön für die Aufrufe. Es ist ein bisschen beliebter geworden. Ein bisschen Touch. Es tun gleich nicht mehr so viele Playen oder Livestream. Wir sind auch sehr enttäuscht. Also, langen Ladezeiten, die momentan sind. Ein Multiplayer in den letzten ist und so weiter. Ich weiß nicht, was schlecht ist. Okay. Ja, und das ist halt die Community, oder? Wenn auch einer macht, dann machen sie mehr. Ja, das machen, desto mehr. So diese Sucht, oder? Ich bin glücklich, dass ich relativ ja, wenig davon mitbekomme. Ich bin ja auch einer, der eher auf eine Lust und vielleicht auf höhere Lust und zu schauen. Also, ja. Was vielleicht andere Player Livestreamen, aber einfach so ein bisschen weniger. Ich will groß werden, ich will für tausende Leute Kommentare schreiben und spammen oder so. Für mich eher rot. Auch eben fange ich jetzt eben wieder einfach. Gesundheitliche Probleme oder so habe, ist es eigentlich nicht schlimm, weniger Zuschauer habe, weil viele mich kennen. Das Leben ist einfach viel zu schnell für die meisten Leute. Man hat einfach gar nicht mehr Zeit, irgendwie etwas zu machen. Macht euch doch Zeit. Macht doch einfach weniger andere Sachen, die euch nicht so gefallen. Ja, im Ernst. Zocken könnt ihr ja genug und so. Ja. Ich bin auch einer, der nebenbei, wenn ich privat zocke, ein Video schaue. Oh Mann, hallo. Kann man Sachen kombinieren. Also es ist schon witzig, einfach irgendwie ein schlechter Patch oder ein schlechtes Feature. Alle zum Haten bringen. Sind so zwei, also ja eben diese Doppeläxte, die auf beiden Seiten einer Stange eines Griffes dann eine Schneide haben. Sehen sehr cool aus. Werden Sie sicher noch gleich sehen. Bockt. Und das kann man auch mit. Geht eben noch eines Schwert von diesem einen Set. Und ja, jetzt. Dort habe ich gesehen, es wurde auch gebufft. Schwert wurde auch. Ob jetzt der Bild mit einem. Diese Axt. Bettaxt. Oder mit einem. Ja, mit Minion Damage. Minion Physical Damages. Axt besser ist das mit Abwägen, oder? Aber wenn ich das Schwert finde, dann würde ich es auch benutzen. Oder wenn es zu spät ist. Also. Suchen es. Ich glaube, Set Items kann. Okay. Ich. Aufgegeben. Ja, typisch, ja, Early Access Spiel, es gibt halt manchmal ein paar Sachen. Spieler oder Zuschauer nicht so blöde tun, oh, das ist. Okay.
den Entwicklern das sagen und dann hoffen, dass es umgesetzt wird. Aber seitdem es Steam gibt, Epic Punch Games und so, da habe ich so irgendwie das Gefühl. Einfach nur. Dann sind sie selber schuld, dass halt keine Spiele veröffentlicht. Wirklich einfach keine Lust haben, das Spiel mehr zu testen. Werden halt die Spiele auch im Grund und Boden gehatet und wirklich geschlossen. Es werden sehr viel geschlossen, weil sie einfach nicht durchkommen bei den Fans. Gehatet sie. Könnte Last Epoch nie verlieren. Das geht einfach nicht. Und jetzt ist es einfach seit Multiplayer-Update halt ein bisschen Boden gehatet. Es ist nicht so schlimm. Aber es darunter leidet halt der ganze Entwickler und ich merke es ja auch der Entwickler, dass er mehr Mühe geben muss, klar. Hey, was ich spiele das Spiel so gerne. Egal, ob es jetzt sowas von egal. Messe mich ja nicht so in Spielen wie andere. Ich spiele automatisch gut. Bin aber manchmal unkonzentriert und mal sein, manchmal so schwer haben will und mehr Spaß habe, wenn es nicht so. Aber einfach dieses Akzeptieren. Ja, jeder kann alles. Harmonisieren. Ich denke, es gibt einfach viel zu viel. Jedem Job muss irgendwas. Tut sich in den Gaming-Köpfen halt, also Gamen, auch ein bisschen loslassen. Aber hey. Sind. Achso. Also jetzt. Ja, eine. Hier nehmen wir die Punkte raus und haben wir. Kommt ja noch der Bosskampf, der mit manchen Builds doch ein bisschen zu zäh ist. Ich habe 0,1 CPU-Auslauf. Hallo, geh jetzt mal. 0,1% CPU-Auslastung. Und das nicht viel. Also es wechselt immer von 0,0 auf 0,1 und das ist nicht viel. Für alle 4 Sekunden einmal. Ist schön, also. Ich habe jetzt auch nicht die Top. Nicht mehr die Top. CPU aber 2022. Ja, 2021 Ende. Oktober war sie die beste. Genau. Schwer ein bisschen zu nennen, wenn man jetzt schon noch ein halbes Jahr dazu gewesen geht, wenn ich L gekauft habe, oder Markt gekauft habe. Aber Windows 10 war auch ein bisschen langsam. Ich bin froh, dass Windows 11. So, haben wir jetzt eigentlich die ab. Gut. Kommen wir. Ja, ich merke schon. Ja, ein paar Bosse können wir sehen.
down oder so. Oh nein, und wenn sie. So schlimm gewesen, es hat nicht so lange gedauert. Okay. Ja. Heute wollte ich eigentlich vom Rollenspiel selber streamen, aber ich habe echt kein... und so viele Spiele online. Dann sehr viel entwickelt. Auf. Mögen scheinbar die Spieler nicht so. Ansprüche. Geht hier online, möchte ich gerne noch bringen. Ich warte eben noch auf die Möglichkeit wieder zu schneiden. Das sieht jetzt gar nicht so gut aus. Ja, mal gucken. Viel investiert, auch für Basic-Rest und so. Und hat auch für den Fußball gelaufen. Geht schon mega auf die Fehlbild. Gut, das Last einfach auch nicht mehr. Liegt ja wirklich am Aufnahmeprogramm. Wirklich sehr schlecht laufen. Ja. Oh, da oben. Ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr noch verstehen wollt. Was ihr genau sehen wollt, Michael. Man hat jetzt alles zocken, also Hardcore-Builds und so mit einem Sachblauen und so. Zocken. Und, oh. Was denn die Spam? Ja, keinen Spaß. Es ist eben ein Horror-Konzert. Muss gar nicht so mega anstrengend. Geht auch, wenn man ein bisschen lockerer nimmt und viele Spiele schon fertig ist. Von Pass of Exile kann man das ohne Trading und so machen. Aber so, die meisten wollen so spielen und ich weiß es ja nicht. Motivation fehlt noch, wenn ich jetzt zum Beispiel 3000 Zuschauer hätte, würde das wirklich. Würde ich sogar sehr gerne. Eben, ob ich es wirklich kann mit meiner Nervenkraft. Ja. So ein Rollenspiel zu machen. Aber dafür kann ich natürlich auch viel besser spielen. Wie ein Hard-Mode. CFS-Kranke. Eng ist er. Bände. Hat er den sieben Tastatur losgegangen? Ich frage mich immer wieder, ist die das ja du am Lernen, dass sie irgendwie sensibler wird. Drücke nicht. Nur die Taste festhalten. Drücken. Also halten. Also sollte einen Spiel oder so nicht losgehen, aber manchmal. Dass du einfach bewusst doch das wirklich schon als Antrag zu bewerten. Einfach aufhält. Wirklich schon faster.
Werte werden nicht viel. Ja, und wirklich, das ist ein toller Bild, ja. Einem auch ein bisschen entspannen, viel mehr, wenn man weniger denken muss. Hey, die, wie schnell die und aktiv. So schnell. Eben bei Bossen ist die halt ein Schauen am Anfang, bis der Alf. Genau, helfen. Dann nehmen. Gut. Schön, dass man da so schnell umstellen kann. In jedem Spiel. Manifest Error. Es hat mich überrascht, wie gut das läuft. Ja, die Entwickler das gut eigentlich inbegriffen haben. Die ganze Armor und ja, Boni drauf hat. Auf dem Pad. Aber es ist gar nicht mehr so OP, so. Das ist die Armor macht nicht so viel. Ich denke, wenn wir jetzt auch gerade zu wenig haben, dann. Ja, werde ich dann. Darkseid. Wir brauchen eben den Helm noch und den müssen wir einfach erfarmen. Ich werde das meiste Farmen halt zeigen. Eine machen. Damit ihr euch nicht langweilt. Ich werde schauen, dass ich dann immer ein Part mache, wenn ich einen habe. Einen Not. Ich kann nämlich die normalen Unique Not auch verwenden. Nein, es ist. Es gibt einen Unique und Set Echo. Aber natürlich nicht. Zeichen. Ja, ja, ich habe eben. Jo, und mit diesem Bild kann man auch ohne Helm natürlich tapschen. Und man kann gute Items für andere bekommen. Was vielleicht ein bisschen schwerer ist, ja, ist der Boss, der Corruption macht. Man kann nämlich ihn einfach nicht basen. Ja, das ist einfach der Boss, der Corruption. Muss man einfach irgendwelche Echos erreichen, die weit weg sind. Und ganze Brett. Corruption. So, ja, ich habe jetzt gar nicht mal so viel übersetzt, weil ich es einfach gar nicht kann. Er hat eben Englisch eigentlich nur so ein bisschen. Ja, die Wörter und so kann mir nicht so gut die Sätze bilden. Nur ein bisschen besser, als ich jetzt erzähle, aber kann ich direkt übersetzen, weil ich ja nicht immer sehe. Einfach eher auf Deutsch denkt oder Englisch denkt, wenn man Englisch spricht. Denkt. Doch besser denkt. Lol. Die da runtergekommen sind. Aber noch ein bisschen zu kraftig. Gerne ein bisschen sehr. Merken. Ja, und die Eis, also die Void Music Earth Golems,
einem Wesen zu fest, da käsen wir ein bisschen zu auf. So. Gerne stärker, aber weniger stark. Jetzt haben sie Chancen über 50 sind. Also eben von 0 auf 25 ist gar nicht so viel und von 25 auf 50 und so was. Gleichheitsfrieren. Ja, ich muss. So, und den Last Epoch kann man halt auch vieles ein bisschen falsch machen. Und ich habe gestern im Livestream einfach mal die falsche Klasse ausgewählt. Go Forge Card wieder. Also die nehmen, aber haben nur Forge Card gesehen. Und dann. Hinten, ja. Sehr, sehr viel herum. Gehört wird oder so. Und auch. Geht oder nicht. Gehört wird. Das ist sehr, sehr. Aber es geht immer mehr anders. Also ich kann mich nicht so gewöhnen. Also es geht mir meistens sehr gut. Und dann plötzlich irgendwie mit in einem Part oder in einem Livestream. Mehr so gut, aber kann sie wie auch nicht sagen. Also. Jo. So kompliziert einfach. Auch richtig. Die lenken ab. Aber die nicht aufstehen. Wird einfach nicht gut laufen, wenn man einfach sagt, man weiß, was soll und was nicht. Wenn man eben keine Schmerzen spürt. Ja, spüren tut man schon. Funktioniert. Nicht mehr funktionieren, spüren. Ich hatte wirklich mal eine Phase in meiner Jugend, wo ich gar nicht mehr spiele. Dann irgendwie so, da war mit den Gefühlen der Haut und noch. War in der Zeit, wo ich wirklich kurz bevor ich eigentlich mit dem ersten Interview gestartet habe auf dem alten Kanal. Das sind 6 erste echt viele Gameplay-Videos. GTA San Andreas gemacht. 2009 habe ich Minecraft angefangen auch. Was war so noch alles für Spiele? Also Polizei 3. Und Zelda, Super Mario. Zelda auf dem SNES, Link to. Jo, Gauntlet Dark Legacy, Alundra, wisst ihr mal. Hier vielleicht hier noch, wenn ich kann. Und so noch. Oh. Hatte eigentlich mehr Erfolg als jetzt heutzutage mit YouTube. Damals. An die Zuschauer noch ein bisschen. Ja. Freier, sie mussten nicht irgendwie Videos. Nein. Zeit! Wird ja auch gut. Vielleicht auf Twitch, oder? Weil wir sind profitabel sind dort. Zuschauer, aber. Einfach mal Herzlichkeit zeigen, Menschlichkeit, können manche, ja, zeigen von. Manche Fußballfans, finde ich. Geht das nicht bei Gaming auch? Denke habe, aber der Unterstützung für einen Club oder für eine, ja, für eine
Fußballstar oder so. Beim Gaming war drauf. Nur die Übertreiber, die immer alle Schönheiten sagen müssen, oh, ich bin der beste Fan von diesem besten Spiel. Weiß ich, also muss nicht so oft gemacht werden. Jeden Tag, oder? Alle haten, die das Game halt auch ein bisschen unterreden wollen oder können. Ein Spiel braucht beides, also ein Entwickler braucht beides. Ja. Aber ein Spiel braucht auch beides. Schlechte Sachen, es braucht gute Sachen. Und eben auch die Kritik zu den schlechten Sachen weggemacht. Dann die Entwickler dann das nicht wollen, dass Kritik besonders wird, dann wird ein Spiel nicht besser. Ich sage einfach eins, Champions of Regnum, was ich eigentlich sehr gerne spiele für Community von denen. Die lassen keine Kritik zu. Das Spiel wird nie besser. Es wird wirklich nie besser. Es wurde in den letzten 5 Monaten schlechter. Wirklich so. Wurde schlechter. Ja, recht. Hier ist die Axt. Axt. Es ist leider nicht mehr so eine richtige Doppelaxt, sondern ja, eines dieser Felgen. Das ist eine Wikinger-Axt. So, also wo will ich denn? Ist das hier? Zähl das nur. Jetzt mal. Ein Punkt. Der Punkt. Okay, jo, ein bisschen länger. Ich würde gerne hier kurz dann Art. Geht läuft. Ich hab Zeit, ein paar. Ja, auch bin nicht mehr abgelösen. Bis jetzt. Nur noch Absturz. Yes. Yes. So. Anna. Ja, jetzt haben wir wegen der Frequenz hoch, natürlich Anna. Wenn man so geil fasziniert ist von Köpfens. Doch nicht. Könnt ihr das, wenn ihr einfach so mega erfreut seid, ob ihr. Es geht und dann viel freischalten. Schneller. Kommen. Ach, das ist gut dringend, ja. Über. So, ich merke aber, ich hatte damals vor dem Multiplayer Update ein bisschen mehr Equip, also gar nicht mehr so lustig, aber dann so. Na, war mal relativ schnell World Click. Könnte ich ja rein. Und? Ich bin noch mit. Okay, habe ich auch gemerkt. Kannst ja auch anzeigen. Jo, du kannst das nicht auswählen. Gibt es bei Pass of Exile zum Beispiel. Sagt jetzt nicht mit Diablo 2, sagen die Charaktere.
gibt es das nicht mehr? Warum gibt es so wenig Geschnurre bei den Tieren? Oh, so noch mal ein bisschen rein. Erfolg, ich auf uns Patches kommen. Kann ich leider sagen, ne? Große Entwicklung. Updates haben, ja, wir haben wieder. Bin ja eher einer der kleineren Sachen unterstützt. So, endlich haben wir. Gut, also dann. Genügend gespielt. Schön langer Part, damit auch ein bisschen mehr Content da ist. Üftige. Tschüss, schönen Tag noch. Mit anderen. Tschüss.